Hallo zusammen, heute mache ich ein Video über Fermentation. In unserem Gourmet-Restaurant werden wir ganz viel gefragt, was ist eigentlich Fermentation? Deshalb will ich das hier einmal kurz, einfach und lang erklären. Fermentation ist die Umwandlung von organischen Stoffen durch Mikroorganismen oder Enzyme. Das ist eigentlich die einfache Definition davon. Was das jetzt genau heißt, erkläre ich an einfachen Beispielen. Die Fermentation kann man in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe ist eigentlich die Gruppe der Mikroorganismen und die zweite Gruppe ist eigentlich die Gruppe der Enzyme. Bei der Gruppe der Mikroorganismen gehören, Mikroorganismen sind unter anderem verschiedene Bakterien. Ich zeichne hier jetzt mal eine Essigsäure. Bakterium und ich zeichne ein anderes Mikroorganismus, zum Beispiel einen Pilz. Ich zeichne hier symbolisch einen Pilz, angenommen es ist ein Hefepilz, auch wenn der natürlich ganz anders aussieht. Jetzt, was passiert genau? Wie hier geschrieben steht, ist das eine Umwandlung von organischen Stoffen. Das heißt, ein Essigsäurebakterium ist eigentlich spezialisiert, Alkohol zu verarbeiten. Das heißt, hier ist ein Ausgangsstoff, Alkohol. Wir geben dann das Essigsäurebakterium dazu, oder es ist schon im Alkohol, in der Natur kommt das schon im Alkohol vor. Das Essigsäurebakterium nimmt nun diesen Alkohol. Es gibt im Bakterium einen Umwandlungsprozess und was eigentlich dann hinten rauskommt, ist wieder ein organisches Material, aber es ist nicht mehr Alkohol, sondern unten raus kommt dann Essigsäure. Das heißt, so kann man eigentlich aus Alkohol Essig produzieren. Ein anderes gutes Beispiel ist zum Beispiel die Herstellung von Wein. Ist auch eine Fermentation durch Mikroorganismen. Nicht durch Essigsäurebakterien, die auf Alkohol spezialisiert sind, sondern einfach durch Hefepilze, die auf Zucker spezialisiert sind. Das heißt, das organische Material, in diesem Beispiel Zucker, wird vom Pilz aufgenommen, weil ohne Zucker kann der Pilz eigentlich gar nicht leben, und wandelt das um. Was rauskommt, ist wieder der organische Stoff Alkohol. Das heißt, der Hefepilz nimmt eigentlich diesen Zucker, oder besser gesagt, im Falle von Wein, den Traubensaft, nimmt den ganzen Zucker vom Traubensaft und wandelt den in Alkohol um. Das ist auch der Grund, warum Wein am Schluss nicht mehr süß ist, weil der Hefepilz den Zucker umgewandelt hat in Alkohol. Die Aromastoffe werden zum Teil umgewandelt bleiben, zum Teil bestehen, wie bei allen Fermentationsarten. Das heißt, jetzt kann man eigentlich schon zwei Fermentationen hintereinander machen. Ein gutes Beispiel ist dieser Zucker, der der Hefepilz sozusagen essen tut. Was rauskommt, ist Alkohol. Ich habe dann Alkohol und Wein. Diesen Wein gebe ich dann den Essigsäurebakterien. Die Essigsäurebakterien nehmen den Alkohol oder nehmen diesen Wein. Und was hinten rauskommt, ist Essig. Das heißt, der Essig ist eigentlich das Resultat aus diesem Zucker. Zuerst von diesem Hefepilz umgewandelt und dann von den Essigsäurebakterien. Also, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt kommen wir zum zweiten, Enzyme. Enzyme sind ein bisschen komplizierter, weil Enzyme begegnen uns im Alltag nicht, Bakterien schon eher. Enzyme sind meistens komplexe Eiweißstrukturen, aber sicher organische Strukturen, die eine bestimmte Form haben. Ich zeichne hier zum Beispiel, wie das aussehen könnte. Diese Eiweiße haben eine besondere Fähigkeit. Sie können gewisse organische Materialien aufschlüsseln. Wir haben hier als Beispiel, können wir hier gut zum Beispiel Bier nehmen. Wenn man Bier macht, muss zuerst die Stärke in der Gerste umgewandelt werden in Zucker, damit nachher dieser Hefepilz aus dem Zucker das Bier, den Alkohol machen kann. Damit dieser Zucker entsteht, gibt es keine Essigsäurebakterien,
Weil die können nur Alkohol in Essig umwandeln. Also brauchen wir hier was anderes. Enzyme. Es gibt ein Enzym, das ist in gekeimtem Korn, kommt das vor. Wenn man das dann mit Wasser bei einer gewissen Temperatur einlegt, dann bekommt dieses Enzym seine Wirkung. Das Korn, oder besser gesagt die Stärke im Korn, zeichnen wir die mal hier drauf. Ist eine langkettige Stärke. Und dieses Enzym, wenn es sich dann frei bewegen kann, ist wie ein Schlüssel dazu. Das heißt, dieses Enzym kann an dieses Stärkemolekül andocken. Durch das es wie ein Schlüssel ist, wenn das angedockt ist, wird der Zucker, wird die Stärke, die wir hier so aufgezeichnet haben, eigentlich getrennt. Das heißt, der Schlüssel macht das auf und zerteilt das. Und aus diesem langen Stärkemolekül sind eigentlich dann mehrere kürzere Moleküle, Zuckermoleküle entstanden. So kann dieses Enzym vom Korn, wenn es genau auf die anderen organischen Materialien passt, diese aufschlüsseln und dann auch umwandeln. So kann man die Stärke im Korn umwandeln, dass es Zucker wird und dann wieder mit einem Hefepilz, nicht mit einer Weinhefe, sondern mit einer Bierhefe, wieder zu Bier machen. Der Unterschied ist, dass das eigentlich das sind eigentlich so Lebewesen und Enzyme sind nur Eiweißstrukturen, die wie Schlüssel funktionieren. Aber es geht immer darum, dass ein organischer Stoff wie die Stärke aufgeschlüsselt wird in zwei Zuckermoleküle oder einen organischen Stoff wie Zucker umgewandelt wird in Alkohol oder in etwas anderes. Kommt ganz darauf an, welche Bakterien, Pilze oder Enzyme in so einem Prozess mitspielen. Für die, die sich trotzdem noch nicht vorstellen können, wie breit das ist oder was alles als Fermentation hergestellt wird, grundsätzlich jede traditionell hergestellte Salami, das ganze Sauerkraut, Brot ist eigentlich mit Hefe gebacken, somit auch immer einem Fermentationsprozess unterzogen, alle alkoholischen Getränke, Essig und vieles mehr. Ist etwas, das uns im Alltag begegnet, aber mit dem Begriff Fermentation können wir manchmal einfach nicht so viel anfangen, weil es uns so nicht ganz bewusst ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag.